Seid gegrüßt, Kinder der Nacht, hier ist wieder das Wehrschaf. Ich freue mich, euch wieder in Star Trek Online begrüßen zu dürfen. Wir wollen auf zu einer neuen Mission und wir haben jetzt sogar auch eine neue Episodenreihe. Und zwar sind wir jetzt hier bei den Cardassianischen Kampf angelangt. Eine geheime Organisation, die die Rückkehr der Cardassianischen Union herbeisehnt, hat der Obsidianische Orden wollen den wiedererlangten Frieden erneut in Unterdrückung und Angst verwandeln. Hat die schwache Demokratie auf Cardassia Prime eine Chance? Yep, die erste Mission davon können wir halt eben nicht noch einmal spielen, aber die Badlands können wir nehmen. Und dann werde ich auch gleich mal gucken, was uns jetzt hier Schönes erwarten wird. Admiral, wir erhalten unzählige Berichte von Übergriffen durch Räuber auf zivile Schiffe nahe des Badlands. Der Geheimdienst der Sternenflotte glaubt, dass die Überfälle mit Aktivitäten des wahren Weges in der Region zusammenhängen. Ich weiß, dass sich die Gegend ziemlich weit weg von der Romulanischen Republik befindet. Allerdings neigen diese Überfälle auf zivile Schiffe dazu, schnell aus dem Ruder zu laufen, wenn ihnen nicht rasch und entschieden begegnet wird. Das Letzte, was wir jetzt gebrauchen könnten, ist ein wahrer Weg, der seine Operationen ausdehnt und sich mit den Tal Shiar oder anderen Gruppierungen zusammentut. Die Badlands sind ein relativ gefährlicher Ort. Aber sie haben schon mehrfach bewiesen, dass das Wehrschaf ein wenig Gefahr verträgt. So, hier sehen wir dann auch gleich wieder, was wir als Belohnung bekommen könnten. Gehen dann auf Akzeptieren und starten die Mission Badlands. Sind sogar also schon da, wo wir hin sollten. Hatte ich mir fast gedacht gehabt, weil hier in der Gegend, da wo das ist, ist halt eben so die Badlands. So. Admiral, der Geheimdienst der Sternenflotte glaubt, dass sich irgendwo in diesem System eine Basis vom Plünderern des wahren Weges befindet. Die Raider haben entlang der bekannten Verkehrsknoten geplündert und sie machen keine Gefangenen. Wir müssen diese Basis finden und alle Feinde erledigen. Wir sollten die Monde hier scannen. Fangen wir mit dem Auffälligen dort vorne an. Die Basis der Raider muss sich auf einen von ihnen befinden. Ja, dann werden wir halt eben gleich einmal scannen. Und sieht jedenfalls auch sehr interessant aus, finde ich hier. Und ich glaube, wir sollten auch schon mal unsere Drohnen rausschicken, während wir dann uns aufmachen zu dem ersten Mond. Ich gehe davon aus, dass der hier vorne gemeint ist. Sieht jedenfalls auch sehr hübsch aus. Aber ich glaube, das habe ich eben gerade schon mal gesagt gehabt, dass mir das hier gefällt. So, dann scannen wir mal den Mond. Na, tut sich was? Ach, ich muss hier wahrscheinlich scannen. Oder? Ach, da. Genau. So, ich glaube, ich habe schon den ersten. Das meinen die wahrscheinlich mit Monde. Die meinen nicht das, was ich eben gerade dachte. So. Gut. Den N haben wir. Es scheint hier dichte metallische Cluster zu geben, aber keine Lebenszeichen, Sir. Ich lasse den Computer eine Analyse machen, während wir weitermachen. Jupp. Und in der Zwischenzeit kümmern sich meine Drohnen hier schon mal um die feindlichen Schiffe. Das erste haben sie schon zersägt. Und das zweite, im Grunde genommen, die schaffen das hier eigentlich auch ohne mich hier, ha? Ja, komm. So. Gut. Dann haben wir das auch erledigt und dann fliegen wir jetzt hier nochmal zurück. Nein, das wollte ich eigentlich weniger. Aber den Gegenstand können wir mitnehmen. Sups. Und wir haben das Gefühl, dass wenn hier fast nicht fliegen würde. So, genau. Da haben wir den Mond. Finde ich interessant, dass das hier als Mond bezeichnet wird, aber okay, gut. So. Dann scannen wir mal. Gut, ich gehe halt eben immer vom klassischen Mond aus. Hier ist nichts, Admiral. Und ich gehe auch fast davon aus, dass natürlich bei dem letzten Mond sich dann irgendetwas tun wird. So. Also ich würde das hier immer noch als Mond ansehen. Ja, mal gucken. Auf jeden Fall haben wir da drüben wieder Gegner. Und hier haben wir auch Gegner. Und wir haben hier sogar einen Mond. Guck mal, Mond Alpha haben wir hier. Sehr schön. Und ein paar Gegner. Hallo, meine Kleinen. Freut ihr euch schon, dass wir da sind? Wir freuen uns auch. Und dann fangen wir mal an mit der Befeuerung.
So, im Grunde genommen könnt ihr eigentlich da alle stehen bleiben. Ich bleibe auch mal kurz stehen und haue meine Talaronstrahlen raus. Bleibt ihr stehen, sodass ihr wenigstens getroffen werden könntet? Und könntet ihr ein Stückchen näher kommen, anstelle wegzufliegen? Gut, so. Da waren es keine mehr. Gut, okay, wir können also scannen. So, Scan abgeschlossen. Die Ergebnisse sind aufgrund von stark ionisierten Vorkommen auf der Oberfläche nicht eindeutig. Wir können mit unseren Scans fortfahren, während der Computer die Daten verarbeitet. Gut, dann soll der Computer mal fortfahren. Und da haben wir noch eine leichte orbitale Waffenplattform. Ach, die wurde schon von der Drohne zerlegt. Gut, dann fliegen wir auf zum nächsten Mond. Na, Trönchen, komm mit. So. Und da haben wir die nächsten Feinde. Wer hätte es gedacht? Und den Mond Beta haben wir da. So. Aber erstmal wollen wir hier natürlich auch wieder die ganzen Waffensysteme und Schiffe und was weiß ich was alles zerlegen. So, komm. Sei ein braves Schiffchen. Lass dich zerlegen. Du stehst doch da drauf. Dachte ich jedenfalls. Und um die ganzen schweren orbitalen Waffenplattformen werden sich dann sowieso gleich wieder meine Drohnen kümmern. Den ist hier eh langweilig. So, aber den können wir noch eins mitgeben. Und in der Zwischenzeit können wir die Gegenstände mitnehmen und den Mond scannen. So, sag ich doch. Meine kleinen Drohnen, die kümmern sich hier schon drum. So, die Scans melden dort unten mehrere ausgeschlachtete Schiffsrümpfe. Es scheint eine Müllhalde zu sein, aber es gibt keine Lebenszeichen und die Umgebung ist lebensfeindlich. Gut, dann kommen wir hier also auch nicht weiter. Und dann müssen wir... Genau, so einmal... Rux. Da lang? Ja, da lang. Hatten wir den nicht schon? Na gut, es kann sein, die ganzen Sachen wurden hier ausgewertet, aber obwohl... Nee, wir hatten den da unten, glaube ich, gehabt. Den hier oben hatten wir nicht. Den haben wir also ausgelassen. Ah, guck, da sind auch wieder Feinde. Und warum habe ich keine Drohnen mehr? Also ihr könnt mir nicht erzählen, dass meine kleinen süßen Drohnen von den Plattformen da platt gemacht worden sind. Es kann auch sein, dass ich einfach zu weit weg gewesen bin, während die noch die Schiffe oder die Plattform platt gemacht hatten. Und dass sie dann deswegen den Anschluss verpasst haben. Naja. Ist ja nicht so. Wir können ja jederzeit neue Drohnen raushauen. Schade, dass man nur zwei raushauen kann. Aber egal, besser als gar nichts. So. Und dann scannen wir mal. Bleib stehen. So, der Computer ist mit dem Vergleich der Daten der Monde Gamma und Alpha fertig, Sir. Die metallischen Cluster auf Mond Gamma scheinen natürlichen Ursprungs zu sein. Es handelt sich wahrscheinlich um Kernauswürfe eines sterbenden Planeten. Die Ionisierung auf Mond Alpha ist jedoch künstlich. Die Sensoren empfangen dort Signale von Radern, Sir. Wir haben mehrere Außenposten und eine große Basis entdeckt, bei der es sich anscheinend um ein Waffendepot und Lagerhaus handelt. Wir sollten zum Mond Alpha zurückkehren und dort die Raider des Warenweges eliminieren. Ja, wir spielen jetzt also mal kleine Daleks und gehen mal eliminieren. So, der Mond Alpha. Dupp-di-dupp. Welcher war das? Eigentlich dachte ich ja, dass das der da hinten wäre. Aber scheint fast so, dass das der hier unten wäre. Aber egal. So, komm. Würde sich ja auch anbieten. Ist ja genug Platz drauf. Von der Größe her. Sieht jedenfalls so fast dann raus. So, wahrscheinlich werden wir dann gleich runterbeamen müssen dürfen. Sag ich doch, Admiral, die Sensoren melden mehrere sich nähernde Schiffe des wahren Weges. Sie rufen uns, Sir. Soll ich sie auf den Hauptbildschirm legen? Ja. Mein Vorgesetzte werden äußerst zufrieden sein, wenn ich ihnen ihr Schiff präsentiere, Admiral. Kapitulieren Sie jetzt. Vielleicht verschone ich dann Ihre Mannschaft. Nein,
Wir werden nicht katapulieren. Ihr wisst schon, was ich meine. Kapitulieren, das war das Wort. Ja. Und werden ihm erstmal hier sozusagen das Fürchten lehren. Und weil es so schön ist, ach, brauche ich ja gar nicht. Super, das war schon. Wollte der nicht eben gerade noch, dass wir kapitulieren? So, dann haben wir die also erledigt und können dann auf den Mond beamen. Sir, das scheint das letzte Schiff des wahren Weges zu sein. Ihr Außenteam ist zusammengestellt und steht im Transporter bereit. Dann beamen wir mal hinunter. So. Und während wir beamen, warten wir drauf, dass er fertig mit Laden wird. Dauert wohl gerade etwas länger. In den Badlands ist wohl weniger einer unterwegs. Deswegen dauert es gerade etwas mit dem Laden. Und wir warten immer noch. Er braucht diesmal wirklich ziemlich lange. Ich könnte mir eigentlich auch noch einen Tee machen in der Zwischenzeit. Ich habe eigentlich noch einen Tee. Ich könnte ja auch einen Schluck trinken. Er hat einen kleinen Sprung gemacht. Und er lädt. Ja. Ich habe nämlich immer noch so, wie ihr vielleicht noch wisst, die kleinen Nachwirkungen von meiner Erkältung, aber das geht schon. So, die Werte des Tricorders zeigen an, dass in dieser Anlage sowohl Waffen als auch verschiedene Vorräte gelagert werden. Es ist wahrscheinlich, dass die Raider über ein Verteidigungssystem verfügen. Wir sollten vorsichtig vorgehen, Sir. Yep. Werden wir tun und werden dann mal unsere Türme aufbauen. Und guck mal, die stehen da drüben alle so schön bereit. Ach Mann, ich wollte doch eigentlich mein Schiff feuern lassen. Bleibt da stehen, bleibt da. Genau, ihr zielt gerade noch. In der Zwischenzeit kann ich das Schiff feuern lassen. Sehr gut. So. Den haben wir schon mal das Fürchten gelehrt. Finde ich auf der einen Seite etwas unverschämt. Weißt du, wir kommen hier zu denen einfach hin und platzen hier so mitten rein und zerlegen sie. Naja, egal, das sind Cardassianer, die brauchen das. Ich weiß jetzt gar nicht, kann man Cardassianer eigentlich als spielbare Rasse spielen? Weiß ich jetzt ehrlich gesagt echt nicht. Also ich weiß, dass man die Bajoraner spielen kann, weil eine Bajoranerin war nämlich auch mein erster Charme. Es war eine Wissenschaftlerin oder ist eine Wissenschaftlerin. Aber die spiele ich gar nicht mehr, weil ich eigentlich voll auf einen Techniker-Trip bin. Weil die Techniker in meinen Augen so mit nach die besten Chars sind. Oder Klassen. So, dann haben wir hier nochmal ein kleines Minispiel. Und und sammeln hier erstmal ein. Genau. Porter Fexter. Haben wir also gerade wieder eine kleine, wie nennt sich das, Achievement bekommen. Und warum haben wir hier, ich dachte, wir hätten hier eben gerade schon alle erledigt, aber wohl nicht. Gut, da kam wahrscheinlich noch eine andere Gruppe an. Ich dachte, das wäre die hier oben gewesen. So, hallo, wir sind da. Und ihr? Ja, ich weiß ja auch. So. Und aber ich weiß nicht, irgendwie mag ich die Cardassianer nicht. Die haben immer so komische Schnacken praktisch. Oh, ups. Ich glaube, wir haben gerade den ihr Verteidigungssystem gefunden. Und das müssen wir jetzt wohl erstmal etwas ausrotten. Dann schicken wir erstmal meine Leute rein. Damit die getroffen werden, nicht ich. Aber die sind auch etwas hartnäckiger, diese Geschütztürme. Scheint mir jedenfalls was so. Dann zerstört er einfach mein Schild. So. Den ersten? Ach, den zweiten haben wir auch schon. Ah, da ist ja noch einer. So schön und in der Ecke versteckt. Ja, komm. Bumm. Ja, ich hätte wohl nicht direkt daneben stehen sollen. Der winkt. Ist das jetzt eine Falle? Da leuchtet etwas. Komm, das krabbeln wir erstmal an. Weil der da hinten, der winkt. So nach dem Motto, ach nee, suchen Sie nach Lebenszeichen der Föderation. Es kann sein, dass das einer von unseren ist. Hey, Sie.
holen Sie mich und meine Leute aus dieser Zelle und ich verrate Ihnen, wo Kadis ihre Waffen aufbewahren. Sie haben einen ganz schönen Vorrat und einiges davon stammt sogar von der Sternenflotte. Aha. Interessant. Ja, da kann man nicht irgendwas ankrabbeln. Dann deaktivieren wir mal. Romulaner? Ich wurde von den... Genau. Ja, er hat wahrscheinlich gerade festgestellt, dass ich eine Remanerin bin. Noch nicht mal das kann er feststellen. Ich dachte, dass man das sieht, von wegen, dass ich eine Remanerin bin. Aber nein, er wohl nicht. Da ist nichts. Warum hat sie ihn jetzt zerrissen? So, dann deaktivieren wir hier mal schnell. Hallo. Ich gehe nirgendwo hin. Dann gehe halt eben nirgendwo hin. Ah, hier haben wir wieder diese, diese Verteidigungsanlage. Und dann stellen wir einfach unsere... Genau, wir laufen einfach so hin und her und lassen unser Schiffchen gleich mal wieder feuern, weil das können wir. Und gucken, wir nehmen das hier in der Mitte. So. Mal gucken, ob ich schneller bin oder das Teil schneller ist. So, was ihr eben gerade hier übrigens so nebenbei gehört hatte, falls ihr drauf geachtet hattet, das war mein Hund, der meinte, sie müsste sich hier etwas bewegen. So. Gut, bewegt der Typ sich jetzt? Wo rennt der denn jetzt wieder hin? Hallo, wir haben dich befreit. Oder ist wohl immer noch Angst? So, wir haben hier zwei Gefangene befreit. Und hier ist doch gar keiner. Kann sein, dass die noch unten sind. Ach, Hund. So, wundert euch nicht. Ich muss mal ganz kurz dem Hund die Tür aufmachen. Die will raus. So. Ja, okay. Geh. Hopp. Ich hab zu tun. Husch. So, so ist fein. So, den Hund haben wir abgeschoben. Die tummeln sich jetzt wieder draußen rum und wir suchen die nächsten Gefangenen. Scheint sind die weiter unten. Weil oben habe ich jetzt keine weiteren Gefangenen gesehen. Aber dafür haben wir hier noch ein paar Cardassianer. So. Und ich finde es ja echt interessant, wie todesmutig er nach vorne geht. Riker? Joshua Riker? Ich weiß jetzt gar nicht, ist das jetzt ein Sohn von Riker? Hm. Müsste ich mal nachgucken. Aber vielleicht seid ihr schneller und könnt ihr mir sagen, ob er ein Sohn von Riker und Deanna ist? Ich gehe davon aus, dass wenn ein Sohn von Riker und Deanna ist, sei denn, er hat einfach mal fremdgevögelt. So. Ich finde es echt interessant, wie viele Cardassianer sich hier wieder rumtummeln. Warum sind die eigentlich nicht auf Cardassia Prime? Ich dachte, die lieben ihren Planeten. So, erstmal das ganze Zeug hier einsammeln. Und schon wieder steht der Hund vor der Tür. Ist doch nicht wahr. Na gut, es kann sein, dass er kurz was trinken gewesen ist. Aber jetzt hat sie Pech gehabt. Jetzt bleibt sie erstmal draußen. So. So, und da, Joshua Riker. Es scheint sie zu überraschen, einen Mann wie mich an diesen Ort vorzufinden. Aber er hat eine gewisse Ähnlichkeit mit Riker, also ich gehe schon davon aus. Ja, guck mal, hier, wir können ja mal fragen, was ist mit ihrem Vater geschehen? Das ist ein schmerzvolles Thema. Wie ich bereits gesagt habe, mein Vater machte aus einer Handvoll Kriegsgefangener und wahllosen Kriminellen eine funktionierende Gemeinschaft. Wir hatten keine Hilfe von der Sternenflotte oder irgendjemanden, aber wir fanden das gut so. Selbst jetzt fällt es dem wenigen übrig gebliebenen Marquis schwer, der Föderation zu vertrauen. Hä? Okay. Meine Mutter war Botanikerin, bevor sie eine Marquis-Kämpferin wurde. Sie lehrte die Gefangenen, wie man Gemüse züchtete, um überleben zu können. Sie ging letzten Sommer in diesen Hinterhalt... Nein, in dieses Hinterland. Ich hole nur den Hund rein. Ah, Hund, rein, hopp. Weil die steht da nämlich die ganze Zeit vor der Tür und brummt dann rum.
So, um Pflanzenproben zu sammeln. Es war für sie nicht ungewöhnlich, einige Tage zu verschwinden. Doch nach 3 Tagen machte sich mein Vater auf die Suche nach ihr. Ist dann wohl doch nicht der Riker, den ich dachte. Und Hund, ich will nicht mit dir spielen. Mutter war in eine Schlucht gestürzt und ernsthaft verletzt. Er trug sie fast den ganzen Weg heim, aber ich glaube, ihr Herz hat versagt. Der Verlust meiner Eltern hat einen herben Schlag für die Kolonie und war ein herber Schlag für die Kolonie und mich. Es scheint sie zu überraschen. So, genau, wie hat es sie denn überhaupt hierher verschlagen? Nachdem die Kardassianische Union im Dominienkrieg zusammenbrach, wurde die Kriegsgefangenen von Lazon II einfach vergessen. Die Kardassianer konnten sich damals kaum selbst versorgen und sie empfanden die Ernährung und Versorgung der Maquis-Gefangenen als eine Verschwendung von Ressourcen. Die Leute im Camp meines Vaters wurden aufgegeben. Sie überzeugten sie, zusammenzuarbeiten, zunächst nur, um zu überleben, aber später bauten sie sogar eine Gemeinschaft auf. Seit seinem Tod kümmere ich mich um alles. Ja, und was brauchen Sie jetzt von mir? Die Raider haben uns gefunden und hierher gebracht. Wenn Sie uns wieder auf die Beine helfen, tun wir für Sie, was wir können. Na gut, dann fahren Sie mal fort. So, das heißt, wir sollen jetzt hier Vorratskisten markieren und sabotieren. Auch das können wir. Auch wenn ich jetzt die ganze Zeit von einem Hund angestarrt werde. Komm, Moment, wir nehmen das hier noch schnell mit. Wir müssen noch mal kurz die Anomalenwerte scannen. So, darf wieder eins hoch. So. Ah, es scheint wahrscheinlich hier gerade. Müsste ich mal kurz nachgucken. Ja, genau. Deswegen kriegt man gerade mehr raus. Summ, 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 summ. Wo ist das Zeug jetzt überhaupt? Ist das jetzt hier oder im nächsten Raum? Müssen wir mal gucken. Ja, hier geht es jedenfalls weiter. Da haben wir auch wieder Maschinchen, die auch nur wieder drauf warten, dass wir sie mit dem Schiff befeuern. So. Und schocks. So. Und wir stellen unsere Geschütztürmchen auf. Zum Glück können wir manchmal 2 aufstellen. Aber auch nur manchmal. So, und dann hauen wir unsere Drohnen raus. Damit möglichst viel drauf geht auf diese Dinger. Und husel etwas rum. Gut, ernsthafte Gefahr geht von den Teilen jetzt nicht wirklich aus. Deswegen ist es jetzt nicht unbedingt bumm. So, so dramatisch. Und hier unten haben wir die nächsten Kardassianer. Denen wir auch wieder das Fürchten lehren werden. So wie der Hund versucht, mir das Fürchten zu lehren. Indem sie jetzt die ganze Zeit vor mir steht und mich anstarrt. Hunde, die auf Menschen starren. Ja, es gab doch mal diesen interessanten, was heißt interessanten Film. So interessant fand ich den gar nicht. Wie war das? Menschen, die auf Ziegen starren? Also irgendwie, ich habe den Film wahrscheinlich nicht ganz so verstanden. Deswegen ist der so völlig ohne Sinn und Verstand für mich. So, hier tragen die Raider ihre gesamten, nein, hier lagern die Raider ihre gesamten Waffen. Diese Torpedos verwenden Leitsysteme der Sternenflotte. Wenn sie die Kommandocodes zur Überbrückung eingeben, können sie die Detonation auslösen, während sie sich auf ihrem Schiff in Sicherheit befinden. Dann machen wir das doch mal. So, in der Zwischenzeit, ouch, kümmern sich meine Leute gerade hier um die Kardassianer. Oder auch nicht. Wir stellen hier auch nochmal ein Türmchen auf. So, da sind noch ein paar Kardassianer. Und ein Trönchen. So, und ihr kloppt euch brav und ich gebe hier schon mal den Überbrückungscode ein. Sehr gut, den ersten haben wir. So, ihr dürft euch da weiter kloppen. So, den zweiten aber auch. Den Gegenstand nehmen wir auch mit. Und da drüben haben wir noch Trönchen. So. Und ist da bestimmt noch mehr hier zu finden. Ah, ein Gegenstand ist da jedenfalls noch zu mitnehmen. So. Und hier haben wir es. Ja, keine Sorge, wir haben die Devidianer hinter uns. Das heißt, deswegen verändert sich das hier jetzt nicht die ganze Zeit, das Licht hier, sondern an diesem Feld, dass sich hier diese Lichtverhältnisse ändern. Und hier drüben haben wir dann wahrscheinlich die Vorräte. Genau.
So, hier haben die Raider ihre Beute gelagert. Unser Zubehör und Ausrüstung befindet sich in den Kisten. Beides hier unten und da oben auf den Gerüsten. Wenn sie sie markieren, kann ihr Schiff sie einfach von hier aus direkt auf ein Shuttle beamen, sobald wir entkommen sind. Na gut. Warum sollte ich eigentlich Marquis helfen? Egal. So. Wir sorgen erstmal dafür, dass die Cardassianer von hier verschwinden. Hatte der nicht eben gerade hier hinten hingeschossen? Na egal. So. Ich weiß, da hinten sind auch noch ein paar. Und die feuern hier auch ziemlich stark mit Granaten durch die Gegend. So, hier unten und oben, da ist einer. Genau, ihr kümmert euch schon mal um die anderen Cardassianer da hinten. Ich kümmere mich hier um die Kisten, dass die aufs Schiff gebeamt werden. So, Hund hat sich jetzt erstmal hingelegt wieder. Hält jetzt also die nächsten 2 Sekunden wieder Ruhe. So, da können wir auch lang. Und da drüben stehen die nächsten Cardassianer. So. Hallo, meine Freunde. Und ich glaube, wir kriegen nur 2, aber egal. Schon mal besser als gar keinen. Und hier können wir noch ein Türmchen aufstellen. So, obwohl, sind anscheinend schon alle erledigt. Gut. So, dann krabbeln wir die Kiste noch an. So, wir können ihn niemals zurückzahlen, was sie getan haben, Admiral. Jetzt steht nur noch eine Sache zwischen uns und der Freiheit. Ghoul Brunn. Er ist der Anführer dieses Haufens. Da sie mit seinen Leuten kurzen Prozess gemacht haben, könnte ich wetten, dass er im Hangar ist und das Shuttle, das er von uns gestohlen hat, zur Flucht vorbereitet. Ich habe ihn davon sprechen hören, an den Shuttles kardassianischen Disruptoren zu installieren. Wenn das der Fall ist, könnte selbst ein Raumschiff wie das ihre in Gefahr sein. Tja, und das mit einem Shuttle. Gut, wir werden ihn natürlich versuchen aufzuhalten. Ah, das sind... Standen die da eben gerade auch schon? Naja. Wie gesagt, die sind hier eigentlich keine großartige Bedrohung, würde ich jetzt mal so fast behaupten, in meinem jugendlichen Leichtsinn. Ja, wir laufen einfach hier ein bisschen rum und feuern und schießen und fallen hin. Machen also das, was wir am besten können. Und noch ein. Den zerlegt sie aber auch gleich. Genau, den hat sie jetzt auch zerlegt. So. Müssen wir hier durch? Nein, hier müssen wir nicht durch. Ich vermute fast nach hier oben. Weil dort drüben sind ganz viele rote Pünktchen. So, und hier haben wir natürlich eine Konsole, weil wir kommen da ja noch nicht durch das Kraftfeld durch. Also müssen wir das Kraftfeld erstmal deaktivieren. So, wir sind ja gar nicht so ungeschickt. Deswegen kriegen wir das hin. In diesem Hangar wimmelt es von Ghoul Brunns Plünderern. Ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass ihnen 2 weitere Fäuste von großer Hilfe sein würden, Admiral. Was ich tun kann, ist zu dieser Konsole zurückzulaufen, meine Leute zu kontaktieren und sie aus dem Kreuzfeuer zu holen. Ich werde mich um sie kümmern. Sie kümmern sich um Ghoul Brunn. Feigling. Gut, dann werden wir uns also um Ghoul Brunn kümmern. Und werden ihn dann versuchen, hier gleich zu vertreiben, nachdem wir erstmal die Anomalie da vorne eingesammelt haben. Sips. So. Gut, die haben wir auch. Und da oben haben wir sie stehen. Und deswegen werden wir hier ein paar Türmchen aufstellen. Hallo, könnt ihr nicht da hinten mal warten, bis ich euch das Kommando dafür gebe? Eigentlich hatte ich jetzt vorgehabt, das Schiff nochmal feuern zu lassen, aber nein. Immer machen die mir einen Strich durch die Rechnung und ich weiß, ich fliege gleich wieder, weil eine Granate geworfen wird. Aber ich war zu faul, gerade wegzugehen, weil ich mich gerade kratzen musste. So. Gut, die sind weg. Da hinten sind natürlich noch mehr. Da krabbelt auch noch einer rum. Hallo. So, genau. Baut ihr hier vorne einfach nur mal ein paar von diesen Minen auf? Finde ich gut. Und warum lauft ihr denen entgegen? Die sollen zu uns kommen. Warum baut ihr die Minen denn sonst auf?
manchmal fragt man sich, ob die nirgendwo irgendwie aufgepasst haben. Aber wohl nicht. So. Und da haben wir auch noch 3 Stück. Diesmal war es eine Drohne. Bleib da stehen, bleib da stehen. Genau, so 2 Stück können wir wenigstens. So. Und wo ist eigentlich der Ghoul? Den hatte ich bis jetzt noch gar nicht gesehen. Ist der hier oben schon im Schiffchen drin? Ah, da drüben sind auch noch welche. Ja. Der wird auch was vom Ghoul gefaselt. Und schon sind sie auf mich. Und da haben wir ja noch mehr. Ja, hier wimmelt es irgendwie von Cardassianern. Ich finde es da echt heftig, von wegen, dass so viele Cardassianer sind und alle können sie wohl nicht irgendwie richtig schießen. Weil, wenn man bedenkt, was für eine Masse von Cardassianern es ist und wir leben immer noch. Gut, meine Schutzschilde sind gerade etwas angenagt, aber die kann ich erstmal wieder hochholen. So. Und dumm-di-dumm. So. Ja, und jetzt? Gut. Da, dort drüben, Captain Goldbrunn ist gerade aus dem Shuttle gekommen. Ja, werden wir uns gleich drum kümmern, aber erstmal muss ich hier diese Kiste ankrabbeln. Das ist für mich immens wichtig. So. Der steht da oben wohl noch rum. Gehen wir da am besten auch hoch, weil von da aus können wir wahrscheinlich am besten auf ihn schießen. Ja, das ist aber nicht Goldbrunn. Wo ist er denn? Hallo? Brunn! Ich finde dich. Wo steckst du? Ah, da. Ich glaube, meine Leute haben ihn gefunden. Finde ich schon mal in Ordnung. Ich glaube, bis ich ihn gefunden hatte, war er auch schon weg. Das war der letzte Admiral. Ihnen ist sowohl meine als auch die Dankbarkeit der Leute meiner Siedlung gewiss. Hören Sie, wenn Sie zurück auf den Schiff sind, könnten Sie meinem Onkel... Ah, Onkel Will eine Nachricht schicken. Sagen Sie ihm, dass mein Vater am Ende gefunden hat, Sagen Sie ihm, dass mein Vater am Ende einen Ort gefunden hat, an den er gehört. Er hat ein gutes Leben und das ist alles, was es zählt. Admiral, die Transporter sind bereit, Sie von Bord zu beamen. Wir haben die eroberten Vorräte gesichert und sind bereit, die Sprengköpfe zu zünden. Sobald Sie sicher zurückgekehrt sind, können wir Bericht erstatten. Ja, dann machen wir das. Nein, wir machen das doch nicht, weil hier ist nämlich noch Loot. So, und jetzt warten wir drauf, dass wir wieder die Meldung bekommen. Hallo, Riker. Kommst du auch wieder angelaufen? So, gut. Fliegen wir halt eben manuell. Sie haben alle Aufgaben erfüllt. Möchten auf das Schiff böhmen? Jo, böhmen. Nein, wir wollen beamen. So, und damit sind wir wieder im Sektor und haben gleich auch eine Asura vor uns. Aber wir wollen natürlich erst einmal unsere Mission abschließen. So, dazu rufen wir Neuromulus. Und haben dann hier Captain James Curland dran. Der Dominion-Krieg hat den kardassianischen Raum ins Chaos gestürzt. Eine Gesellschaft, die stolz auf ihren Sinn für Ordnung und Pflichtgefühl war, versank in Chaos und Verzweiflung. Der Übergang der Cardassianer zu einer freien Gesellschaft erwies sich als sehr schwierig. Die Föderation hat alles in ihrer Macht Stehende getan, um zu helfen. Doch ich bin nicht überrascht zu hören, dass es Welten gibt, wie die Lason 2, wo die Menschen einfach vergessen wurden. Ich werde die Nachricht von Joshua und Admiral Riker weiterleiten. Ebenso werde ich ein Schiff aus dem Lason-System, medizinischen Hilfsgütern und einigen Kommunikations-Areas anfordern. Es wird möglicherweise eine Weile dauern, aber es besteht die Möglichkeit, die ehemaligen Marquis wieder in die Föderation zu integrieren. Gute Arbeit, Admiral. So, dann suchen wir uns jetzt eine Belohnung aus und ja, nehmen das hier mit. Kann man zu Geld verticken. Und haben damit auch diese Mission gelöst. Und sehen uns dann das nächste Mal wieder, wo es uns auch wieder in den cardassianischen Raum treiben wird. Ja, in dem Sinne wünsche ich euch noch viel Spaß und auf bald. Tschüss.